Am Seeufer? Hoch in den Bergen? Im Wald? Oder einfach im Garten? Die Blockhütte erlebt ihr Comeback als neue ästhetische Ikone. Der ehemalige Kindertraum ist heute das Objekt der Begierde von Erwachsenen. Die Hütte belebt unsere Fantasie. Descartes, Heidegger, Jack London, Roald Dahl, Gustav Mahler, Bon Iver. Sie alle haben in einer einfachen Behausung ihre größten Werke geschaffen. Woher kommt diese Faszination? Und warum kann Kreativität in einer Hütte wahrlich explodieren? Bei Hütte denken wir heute an so etwas. Wow! Doch ursprünglich ist eine Hütte so etwas. Der Philosoph Gilles Thiberghien glaubt, dass Hütten notwendig sind und hilft uns, den Überblick zu behalten. Eine Hütte wird aus den Materialien hergestellt, die gerade greifbar sind, die man in der Natur findet oder auf der Straße. Sie bestimmen das Aussehen und die Form der Hütte. Ja, der Mythos Hütte entstand auf der anderen Seite des Atlantik und gelangte durch Henry David Thoreau zu Popularität. Der US-Philosoph lebte ab dem Jahr 1854 22 Monate lang in dieser Blockhütte. Es ging ihm nicht darum, als Einsiedler zu leben. Er wollte vielmehr das einfache Leben in der Natur nutzen, um sich Gedanken über die Gesellschaft zu machen. Während seines einsamen Lebens in der Natur verfasst Thoreau sein großes Werk Walden oder Das Leben in den Wäldern. Später ein Denkmal der US-Literatur. Zwischen Abenteuer und Philosophie schreibt er von seiner Suche nach dem Einfachen in einer nach Modernität strebenden Gesellschaft. Thoreau wird oft als Vater der ökologischen Bewegung bezeichnet. Tatsächlich hat er versucht, sein Leben selbstständig und autark zu gestalten. Also ein unabhängiges und autonomes Leben. Gleichzeitig hat er dabei das natürliche Gleichgewicht respektiert. Das Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur. Vor allem aber stärkt Thoreau durch sein Leben in der Blockhütte den im Film immer wieder belebten Gründungsmythos der USA, laut dem Pioniere sich aufmachten, um den Westen zu erobern. Viele Künstler haben das andere Leben gesucht, fernab der markierten Wege, in einer Hütte. Ein Leben, das Wahrheit verspricht, fernab der Kakophonie der Welt. Es ist ein Ort, der herausfordert und doch nicht zu beunruhigend ist. Und ich denke, das sind die besten Voraussetzungen, um kreativ zu sein. Sie brauchen gar nicht mehr hinzusehen. Das habe ich schon alles wegkomponiert, sagte Gustav Mahler. Einen Großteil seiner Meisterwerke hat der österreichische Komponist in seinem kleinen Komponierhäuschen geschrieben, wie er es liebevoll nannte. Und das kam dabei heraus. Die einfache Behausung ist auch Einladung zur inneren Reise. Virginia Woolf fand ein Zimmer für sich allein. Sie fordert, dass Schriftstellerinnen einen Rückzugsort bekommen. Dass sie sich also nicht nur um den Haushalt kümmern, wie die Frauen das damals in der Regel taten. In einem eigenen Zimmer sollten sie in Ruhe schreiben und sich als Schriftstellerin verwirklichen können. Die Hütte als Ort der Inspiration wird in der zeitgenössischen Kunst sogar zu einem eigenständigen Werk. Als Lebensraum bietet sie neue Perspektiven für Künstler auf der Suche nach neuen Geschichten. Unter ihnen ist Tadashi Kawamata. Der japanische Künstler baut seit 30 Jahren Hütten auf der ganzen Welt. Seine Werke, die er gerne als Parasiten bezeichnet, fügen sich in die Stadtlandschaft ein oder werden zum Störfaktor bekannter Bauten. Ich vergleiche meine Arbeit gerne mit Graffiti. Ich glaube, ich bin eher ein Straßenaktivist. Hütten sind für ihn keine Behausungen, sondern schwebende Objekte, die unseren Blick verändern sollen. Haben Sie dazu nicht eine kleine Anekdote auf Lager? Da war eine Frau, die in ihrem Haus lebte. Sie sagte zu mir: Wenn ich sterbe, gehe ich zu ihrem Baumhaus und warte dort, bis ich in den Himmel komme. Danke, Tadashi.
Im Grunde genommen schwebt die Blockhütte also zwischen zwei Welten. In unserer Vorstellung verlässt sie bereits die Erdumlaufbahn, um sich in einen Himmelskörper zu verwandeln. Somewhere.